Schau, Rembrandt. Rembrandt, hm? Du, hm? Was meinst denn du? Hm? Thema Tierschutz, die Miezekatzen, hm? Du, hm? Mach mal eine Party, Rembrandt, hm? Ja, du kannst es gar nicht mehr, er kann es gar nicht mehr erwarten, er macht. Er will auch zur Party, zur Tierschutzparty, ja. Ins Glockschreiben und da, naja, schauen wir mal, am 17.12. um 20.30 Uhr circa im Keller gibt es eine Tierschutzparty und nee, das will ich nicht. Heute Abend zugereist. Von meinem Schädel ist das letzte Haar zu einem blanken Mond verreist. Ich habe kaum ein Feigenweiß anzuziehen. Ich überall verehrt und angespien. Ich habe dennoch so viel Mut zu hoffen, dass mir sehr bald die ganze Welt gehört. Und stehen mir wirklich alle Türen offen, schlage ich sie wieder zu. Weil es mich stört, dass ich aus goldenen Schüsseln fressen soll. Die Würmer sind schon toll nach meinem Bauch. Ich bin mit Unglück bis zum Halse voll und bleibe unter dem Holunderstrauch, auf den noch nie ein Stern herunterschien. François Villon, verehrt. Ja, meine Damen und Herren. Die Bühnenshow, die ich mache für meine Tierschutzparty. Ich werde also jetzt Bilder raussuchen und einige versteigern. Ich mache auch momentan ganz andere Sachen, neue Sachen, neue Experimente. Da stelle ich was vor. Und ja, kommt zu uns ins Knochen und lasst euch überraschen. Gell? Was sind wir denn jetzt?
Was soll ich denn sagen? Was soll ich denn sagen? Mit Hinblick auf die Erde und auf uns Menschen. Oh mein Gott, du Mami. Oh. Ja, mit Hinblick. Ja. Was machen wir mit diesem Planeten? Tja. Und was mache ich? Ach, jetzt mache ich meine Küche neu. Also, und ich tue sie neu designen. Diese Küche haben meine Eltern so geschaffen und bewohnt. Und ich habe sie irgendwo überlassen bekommen, also geehrt, kann man sagen. Und Irene hat mir auf, die liebe Irene hat mir auf den Idee, auf den Gedanken gebracht, also eine neue Küche, hast du gemeint, bei Ikea, weiß ich, und dann habe ich gesagt, nein, nichts Ikea, und weiß ist nicht schlecht, ist ganz gut. Und dann kam mir der Gedanke, ah, ich schleife die Wände, also die Oberfläche ab von den Möbeln und grundiere sie und weiß, neu. Und bemale sie dann, ja, Trompeau, also Augentäuschereien. Das macht mir Spaß und das ist praktisch mein Gedanke an diese Inspiration draus. Und jetzt habe ich nach Arbeit, aber es macht Spaß. Und wenn ihr, also wer auch sich, wer immer sich eine Küche so à la Knox bemalte, wünscht, der könnte sie von mir haben. Man muss natürlich ein bisschen Kleingeld so hinlegen, das kostet schon. Schauen wir mal, die ganze Küche, wenn ich so, die Küche so wie das da, eben so, ja, hier, schau her, da Moment, Moment, ja, da, das habe ich schon weiß kontiert da hinten, das war mal so früher wieder drüben, so da, schau, da, also das wird alles noch weiß kontiert und dann male ich so meine kleinen Augentäuschereien drauf und ja, vor vollen Schüsseln muss ich Hunger sterben trotzdem. Ich meine, meine Rente ist sehr karg und 387,50 im Monat bekomme ich um 20 Euro noch vom Landratsamt und seit dieser Geiz ist geil Gesellschaft ist mein Verkauf zusammengebrochen. Jeder sagt dann, ach Knochs, komm jetzt, komm. Jetzt kennen wir uns doch schon mindestens 5 Minuten, jetzt kannst du mir ein Bild machen, ja, okay, kannst du eins machen, aber, und wie viel Geld hast du? Ach, keins, du musst du saufen, keins habe ich schon, ach ja. Also am Samstag, den 17. Dezember um 20.30 Uhr beginnt meine Bühnenshow im Keller des Knoxoleum von Burghausen. Und wer Lust hat, der komme bitte und ja, dann schauen wir mal.